Okay, da oben sind schon mal 2 Wachen. Ja, auf der Map kannst du sogar nachschauen, aber die sieht man von da noch gar nicht. Da markiert er sie. Zup, zup. Ins Wasser. Ja, hatte ich vor, danke. Ins Wasser. Mach dich nass. Wow. Okay. Ja. Hast du schön gemacht. Hm. Edward. Eddie. Eduard. Eduard weiß den Weg. Ken Way. Ach so. Oder töte ihn einfach so. Oder auch überhaupt nicht. Guck. Oh mein Gott. Ja, den musst du töten. Ansonsten hat er dich. Das ist Absicht. So, immer noch verfolgen. Glaube ich zwar nicht mehr lange, aber... Markier sie nochmal. Markier sie nochmal. Wie hieß das Buch? Markise von? Von O. Von O. Alter. Nein, Lukas. Ups. Guck. Du musst einen Blick auf sie werfen. Ein Blick. Perfekt. Jetzt musst du sie nur noch töten, bevor sie dich sehen. Herausforderung angenommen. Jawoll! Mit den Fäusten und den versteckten Klingen. Noch 3. Nur noch 3. Nur noch 2. Das wird schon. Nur noch 2. Nur noch 3? Der hat sich aufgerappelt. Ah, ich war nicht. Nur noch 2. Nur noch 1. Nur noch keiner. Geht doch alles, ich weiß nicht, was du hast. So, und jetzt musst du den, glaube ich, lauschen. Oder auch nicht. Ach, das war's. Huch, wer ist da? Keine Ahnung, ich sehe nichts. Mach mal weg. Töten auf dem Schiff. Ah, okay. Nein, hier sind ja eh keine Wachen mehr. Ja. Aber Möwen. Möwen! Oh nein! Mein Erzfeind! Da! Treib gut! Treib schlecht. So, einmal hier rum. Einmal rechts rum. Schade. Einmal da lang. Einmal da kurz. Nein! Oh, verdammt! So schön war es! Und dann muss der Edward gerade ausspringen. Dafür kannst du schneller zum Chamberlain, musst nicht durchs ganze Schiff rennen. Kletter dich zum Chamberlain! Da hat aber viele Wachen. Er ist auch ein Kommodore. Ach, hatte ich für ihn. Er ist auch ein Komodo-Varan. Ist auch ein Komodo. Ja, wenn du hoch genug kletterst, dann kannst du dich auf ihn runterstürzen. Ja, das war die Idee. Boah, scheiße. Das ist schon sehr hoch. That was the plan. That was the plan. Der war jetzt gleich auch in Luft auflöst, weil... Auslösen. Er löst dich gleich in Luft aus, ja. Hallo? Steig doch auf dem... Ich würde gerne. Steig doch auf dem Brett. Das war... Genau unter dir. Muss warten, bis er auf die andere Seite geht. Oh. Ich meinte auf die andere Seite vom Balken. Du weißt, da wo keine Schnüre so, sind. Ja, okay. Ich bin eher im Zweifel, dass ich den von hier aber erledigen kann. Ohne Schnüre. Oh, da geht er nicht lang. Geht wieder zurück. Das heißt, du musst auch einen Weg darüber finden. Oh mein Gott! Lukas! Ich sehe was du nicht siehst und das ist... Du lässt mein Herz schneller rasen. Tot. Ja, das, die Wirkung habe ich. Gewöhnlich, ja. Ist da Nebel? Ja, wie cool. Wie cool. Wie nass cool.
Ah, da ist ein schöner Balken. Komm schon. Bitte. Ja. Ja. Oder so. Ja, verdammt. Du hättest auch springen können. Du kannst jetzt auch zurück auf den Balken und dann von ihm springen. Wenn er high geleitet ist. Nee, jetzt zum Beispiel. Aber ich will ja. Wieso? Ist das ein. Ist das war das eine Herausforderung? Nee, aber das, ich will ja nicht, dass die wissen, dass ich da war. Wow, bist du klug. Gell? Das kommt man doch nie eine. Oder oh, da ist eine Granate geworfen worden. Aber die ist raus. Nee, da ist sie. Explodiert. Könnte sein, dass der vielleicht zu viel Power hat und nicht von den Leuten platt gemacht wird. Egal, ich hab ja auch einen. Du hast noch einen letzten. Außer die Granate richtet's. Nee. Die ist genau am Ende der Stufen. Der Gouverneur versprach Straffreiheit, Commodore. Bedeutet das Wort eines Mannes denn gar nichts mehr? Hat die Syphilis dich benebelt? Wozu einen solchen Abschaum beschützen? Ihr seid Parasiten und lebt von der Arbeit ehrlicher Männer. Genau wie King George, was das angeht. Zeig Respekt, Bauer. Du magst mich zwar töten, doch damit hast du deine Lage kein Deut verbessert. Gibt es einen Grund, weiter zu reden? Wenn dieser Heide nicht wäre, Governor Rogers, ich hätte dich am eigenen Mast aufgeknüpft. Ohren. Euch alle. Tja. Per Luftattentat töten. Lukas. Aber ist doch doof. Jetzt haben wir so keine 100%. Oh nein. Weltuntergang. Willst du diese Erinnerung bewerten? Da. Sie war okay. Danke für dein Feedback. So, machen wir weiter, oder? Ja. Aber nicht von hier aus. Na dann Schnellreise doch. Wir haben ja viele Aussichtspunkte. Von hier aus kann man die Aussicht auch genießen. Hui, wow. So, und weiter so geht's. Tolle Aussicht. Wo müssen wir eigentlich hin? Wir müssen nach dort. Nach da. Das heißt, wir können nach da schnell reisen. Ja. Reisen wir dann mal schnell, oder? Ja. Achso, ups. Scheiße. Nicht verfügbar. Oh, Junge. Hi, hoppla. Vielleicht jetzt, wenn wir aus dem Gefahrengebiet raus sind, sozusagen. Ah, stimmt, das ist eine Idee. Nicht, wenn sie schwimmen. Nicht, wenn sie gehen. Nicht, wenn sie fliegen. Nicht, wenn sie... Ach, komm. Komm schon, ich bin nass, ich will hier raus. Ich bin nass, ich will hier raus. Wie witzig wäre das eigentlich? Fisch. Und da sind Fische im Wasser. Und das Wasser ist so nass. Und dann ist da unten Sand am Boden. Weißt du, warum man eigentlich Bier lieber trinken sollte als Wasser? Nö. Weil in Wasser ficken Fische. Das ist der Nummer 1 Grund, warum ich lieber Bier trinke. Ja. Das ist voll ekelhaft, Wasser zu trinken. Alter, das musst du dir mal vorstellen. Vor allem im Münchner Leitungswasser, da ist da vögeln so viele Fische drin. Vögeln viele Fische. Ah! Ich will gerade sagen, wenn du das so sagst, dann klingt das nochmal ein bisschen komischer. Ah, schön. Oh. Gutes Fußwerk. Ja, und die Schuhe sind echt stabil. Ja, die halten sogar einen Schädel aus. Ja, genau. Oder halt umgekehrt? Nee, warte. Der Schädel hat, glaube ich, den Fuß nicht ausgehalten. Ich bin mir ja nicht sicher, aber... Ach. Hoi! Ahoi, Behoi. Siehst du, ich bin's einfach weggelaufen. Du bist so schnell. Ja. Du bist Speedy Gonzales. Warte, wie ging nochmal das Lied? Nein? Nee, ich... Von Speedy Gonzales. Wenn es denn Speedy Gonzales war, ich mir gerade überlegen. Ich hab keine Ahnung. Ewig nicht mehr gesehen. Da war ich noch. La 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 la. Das ist Biene Maya.
Nein. Das meine ich nicht. Das Feuerschiff. Feuerschiff. Los geht's. Mission starten. Der Commodore ist tot. Alle bereit? Beinahe. Wir haben ein Problem mit der Galeone und ein paar Dutzend Pech und Schwefel. Willst du Rauchzeichen geben, du Laus? Du sitzt auf genug Schwarzpulver, um New Providence von den Klippen zu sprengen. Lass mich los, Mann. Ist schon recht. Ich wollte sagen, ein Trupp Rotröcke hat unsere Galeone besetzt. Wir müssen sie ausschalten, um mit ihren Kanonen die Blockade zu brechen. Okay. Okay. Wir sind auf Rang 121.014 der tödlichsten Assassinen. Yay. Und nur dank mir sind wir 2 Plätze nach oben gerutscht. Weil du Feedback gegeben hast. Ja. Nein, ich meinte natürlich, weil ich einen Typen getötet habe, ohne bemerkt zu werden. Schmarrn. Da, ups. Ich wäre fast vom Stuhl gefallen. Das wäre ungünstig. Es darf nicht sinken. Eskortieren. Oh, da bin ich doch nicht so gut drin. Im Eskortieren. Im Schiff fahren. Das geht schon. Ups. Ach, ich bin ja schon auf Maximum. Ja. Du bist schon auf Maximum. Sieh mal, die Briten haben was gemerkt. Oh mein Gott! Also, nee, ich muss doch das. So. Ach nö. Du solltest die kleinen Kanonenschiffe jetzt ausschalten. LT. Oder einfach rammen, das geht auch. Hoho! Aber natürlich verliert dann. Ja. Lukas, schieß. Ach verdammt! Ich sag ja, das ist eine schlechte Idee. Die starten wir nochmal. Oh, holy. Ruck, ruck. Ein Wrack mehr. Sie stehen am Tor zur Hölle. Nee, du solltest LT besser drücken, weil so verbrauchst du nur unsere schwere Kugeln. Ich drück doch LT. Auch wenn du zur Seite zielst. Ja? Echt? Ja, jetzt hat er. Davor hast du einmal. Ja, das ist mir dann auch aufgefallen, ja. Schwere Kugeln sind halt wertvoll. Das ist dahinter, das ist nicht das da. Das ist das, was ich dachte mir gerade schon. Ah, verdammt. Kamera. Da ist sie am schwächsten! Dort ist sie am schwächsten! Feuer! Sind die bereit, Feuer! Lassen Sie dafür Feuer! Bezahlen! Sind bereit, Sir! Wir sind bereit! Ist irgendwie witzig. Greif nach. Royal Phoenix, oh verdammt, die hat aber schon relativ sehen. Maseltorf Segelberg! Maseltorf! Maseltorf Segel! Ja. Da sind sie am Ende! Wäre gar nicht nötig gewesen. Wie kann ich nochmal die Feuerfässer? Einfach nach hinten. Genau. Oh, knapp. Nochmal. Leichtes Spiel für uns, Captain. Schade. Leichtes Spiel für uns, Captain. Runter auf den Grund. Ich seh nix. Aber das hat auch so an sich. Hinter dir. Ne, sind zu weit weg. Schmeiß ab und dann schieß eins ab. Wenn es daneben ist. Oh, da ist es schon kaputt. Dahin! Oh Gott! Aus dem Sprengradius fliehen, du bist im Sprengradius drin. Au. Ah, passt! Bin ich gar nicht! Okay, jetzt musst du noch die 2 Schiffe zerstören. Okay, das wird spannend. Ah ne, du musst nur entkommen. Das Obia kommt ganz von allein. Das ist noch nicht vorbei. Dumm. Ja. Einfach, fahr einfach. Wir müssen nur das da vorne erreichen. Yay! Yay! Wir müssen nicht kämpfen. Oh, Gott sei Dank. Ja, ich will es mich nicht packen.
Schön, boah, ich mag das mit diesen halb zerrissenen Segeln unten dran. Schaut einfach cool aus. Wahrscheinlich steht jetzt dann, wer da anonym. Ne. Yay!